Freunde, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge Scribble.io mit der Easy und mit dem Lars. Hi. Ja, was eine Truppe. Auf jeden Fall, wir malen jetzt wieder irgendwelche Sachen und der andere muss es dann erraten. Und Easy ist als Erste dran mit Zeichnen und sowas. Und Lars und ich dürfen aufraten. Okay, es geht los. Also, wir haben hier etwas Interessantes. Ein Haus. Oh mein Gott. Nein, es ist kein Haus. Nein, das ist kein Haus. Das wäre zu einfach, ein Leute. Ihr werdet gleich sehen, was das hier sein wird. Das ist ein Chinesenhut. Nein. Und hier haben wir das ist ein Tippi. Geht schon in Nein, die richtige Richtung. Alter, so, dann Easy, machen wir hier nochmal. Was soll das denn sein? Ich male bunte Farben auf mein Blatt. Hab's. Oh yeah. Ich hab's. Warte, Lars, ich helf dir. Oh, okay. Lars, das ist ein... Hey, aber Easy, du zeichnest das richtig, richtig schlecht, Alter. Dieses Gebäude, was du zeichnest, hat gar nicht so einen Eingang. So, das erkennt man doch wohl. Oh mein Gott, ich hab's gewusst, wir hätten Easy nicht mit reinnehmen sollen. Nein, Mann, das ist voll gut. Du hast es doch verraten. Der Einzige, der es noch nicht hat, ist Lars. Ja, aber das sieht aus wie eine Strohhütte, was du da zeichnest. Lars, das ist ein Zirkus angeblich. Was? Es ist voll einfach zu erkennen. Wahrscheinlich nicht. Voll einfach. Ich hab irgendwie an so ein afrikanisches Lehmhaus gedacht. Ja, ich hab auch gedacht, das ist so ein afrikanisches oder chinesisches Lehmhaus mit einem Alpaka vor der Tür. Ihr habt alle keine Ahnung. Das ist ein Elefant. Okay, der Lars zeigt dir jetzt mal, wie man zeichnet. Der Lars hat's drauf. Aha. Das ist ein Boot. Nee, oh mein Gott, ich weiß nicht, was es ist. Oh no. Oh nein, Lars, was tust du? Das ist so. Mehr ist es nicht. Ich hab's. Wieso schreibt man den? Hä, aber Lars, du kannst es ausfüllen. Theoretisch. Ja, aber warte, ich mach jetzt so. Hä, das ist eigentlich voll leicht, Izzy. Ist das richtig? Ah, ich dachte, das ist ein Bumerang. Nike. Das ist ein Bumerang. So, ich zeichne jetzt auch mal was. So. Also, wir haben hier so ein Ding, ne? Und Ding, das Oha, ist... voll gut gemacht, die Kuchenkörper. So macht das. Ja, und das ist so... Und so. Oha, wer hat Lars? Lars, du bist crazy. Was ist das? Lars ist einfach nur ein crazy Typ. Und dann ist es meistens immer so. Eine Zwiebel. Ey, das ist ja, was soll das sein? Ist so ein bisschen, manchmal so. Eine Zwiebel. So. Ey, keine Ahnung. Und dann, Izzy, hier unten gibt es so einen kleinen Bereich. Boah, so. Jetzt sieht man es aber extrem. Also, Izzy, das musst du wissen, Izzy. Guck mal. Und dann ist hier. Das ist das Haus von SpongeBob Schwammkopf. Und dann gibt es hier diese Dinger, die hier da reinfliegen. Jedenfalls und so. Ist es eine Ananas. Guck mal, das ist ein Bienenstock. Oh mein Gott, das ist ein Bienenstock. Nein! Oh, Izzy. Nee. Okay. Ich würde sagen, Izzy zeichnet uns jetzt einfach mal nochmal ein richtig schönes Bild, oder? Komm, hau mal einen raus, Izzy. Wir haben gemerkt, Izzy ist ja richtig gut eine in diesem Kartoffel. Spiel. Das kriegt ihr hin. Kartoffel, Zwiebel, Rucksack. das ist Dings. Drei. Ah, mehr muss ich nicht machen, das müsst ihr jetzt erraten. Yes, Lars hat's! Hä, was soll das denn sein? Nein, es ist schwer. Was mit R fängt's an? Rechnung? Mit R fängt's an, Mathematik. Was? Was soll denn das sein? Los, Roman. Hä? Los, Novan. Rechner. Oh mein Gott. Was? Oh, nein. Roman. Nung? Hä? Komm schon! So schwer ist es nicht! Rechner! Rechner! Ah! Oh nein! Oh Mist! Rechnung! Oh nein! Okay. Hau mal einen raus, Lars. Bei Lars erkenne ich das meistens sehr schnell immer. Na, ihr versteht mich ganz gut, ja. Ja, also Izzy ist ja der King im Zeichnen. Aber Lars ist gut im Dings. Minecraft, das ist Steve. Ey, du zeichnest Minecraft. Oh, nee, ich weiß, was es ist. Was ist das? Aber die Figur ist bekannt dafür, weil sie so ein... Hä, was soll das sein? Oder so eine Melone. Und das ist der Typ. Kürbis? Das ist der, warum wir überhaupt Arbeit haben. Ich weiß. Ich weiß nicht, wie man schreibt. Warum wir überhaupt Arbeit haben. Wie schreibe ich den? Ohne diesen Typen, Izzy, wären wir arbeitslos, Mann. Es ist Notch, unser Papa. Oh nein, ich hab's Notch geschrieben. Okay. So. Aber der hat doch einen Hut auf, oder? Das wird jetzt in seiner Minecraft-Figur. So. Ah nee, der hat eine Glatze, stimmt gar nicht. Der trägt in Real Life immer einen Hut, ja. Wurdest du rausgeschmissen? Warte, ich komm wieder rein. Kannst du wieder reinkommen? Ja, das geht.
So. Okay, ich bin da. Bist du wieder drin? Ich denke schon. Ja, da ist sie. Okay. So, auf jeden Fall, das ist so hier. Und, oh nein, jetzt ist... Oh nein, es hat's kaputt gemacht. Nein! Okay, dann invertiert jetzt die Farben, okay? Stellt euch das einfach so vor. Das Ding hier ist auf der Street, okay? Mich erwischt kein Typ, da ich in der Gang bin, die mit Fischen dealt. Ja, guck, das hier... Das ist eine Mischpalette aus dem Kunstunterricht. Nein, das hier ist die Street. Guck, das hier ist die Street. Ja, und hier läufst du. Hier sind manchmal auf dem Gehweg so Backsteine und sowas, weißt du? Es ist so ein Gulli, aber wie nennt man das? Ich habe auch Gulli geschrieben. Eigentlich. Gulli ist aber falsch. Ist aber so, das ist geschrieben. Was, ja, du musst es mit Y schreiben am Ende. Enzel? Oha, ja, oh mein Gott. Keine Ahnung warum. Also man kann doch nett sein, weißt du? Galley. So, Runde 3. Haut mal einen raus. Galley, easy cheesy, I'm drawing. Okay. Okay, easy, zieh jetzt richtig durch, hau mal einen richtig rein. Yes, I do. Und Lars und das solltet ihr auch erkennen, das ist gar nicht so schwer. Also, wir haben hier etwas. Oh, cool. Das erkennt man schon mal, richtig? Oh nein, es ist schon wieder ein Haus, oder? Das ist ein Haus von Nikolaus. Es ist ein Haus, aber um das Haus geht's gar nicht, sondern... Das ist ein Auto. Nein. Ein Fuhrpark. Das ist... Oh mein Gott. Herr Lars hat auch schon geschrieben, Treppe. Eingang... Leute. Oh, ich weiß, was das ist. Das ist eine... Ja? Nein, keine Terrasse? Nee, es... Ich hab's! Ich hab's! Oh, Lars, das wirst du nicht wissen, weil dein intellektueller Standard nicht hoch genug ist, um das zu erkennen. Weil das ist... Lars, das ist ein... Ich glaube, das ist nicht mal ein deutsches Wort, oder? Doch, auf jeden Fall. Das ist ein komplett deutsches... Ich glaube, das ist ein Wort sogar aus einer anderen Sprache, was die Deutschen einfach nur übernommen haben. Das ist echt schwer. Das ist schwer. Das ist nämlich eine Veranda. Alter, ist das schon schwer, ne? Das ist echt ein schweres Wort. Aber so gut gezeichnet, da konnte es nur jeder wissen. War echt nicht. Oh mein Gott, das ist so billig. Hau mal einen raus, Lars. Oh mein Gott, wenn es billig wird, dann geht es darum, jetzt schnell zu sein beim Schreiben. Lars zeichnet einen Lars, gell? Boah. Nein! Stuhl, Stuhlbein, so ein Schrott! Oh Gott. Okay, ich zeichne mal was richtig Krasses, okay? Das wird schwer. Also, das ist so ein Ding. Das hat meistens so ein bisschen so Ecken und so. Oh. Hat meistens so eine Farbe. Und dann sind da so crazy abgefahrene Dinger drauf, ne? Das soll jetzt kein Schloss darstellen, okay? Das ist hier so ein krasses, crazy Logo was und so. Was ist das? Ja, das ist was crazy und das ist was ganz Besonderes und das leuchtet auch so, weißt du? Und meistens muss man diese Dinger so nehmen und dann gibt's hier das so, ist schwer. So, dann gibt's hier so Platten und sowas, ne? Und die haben auch so Füße und so und die stehen und dann gibt's hier immer so einen vorgesehenen Punkt, wo man dieses Ding so reinlegen muss, weißt du? Und das hier... Aber wie nennt man das? Und es geht um dieses Ding hier aber. Wie heißt dieses Ding, was man da rein... Das gab's auch bei Legend of Zelda und alles drum und dran. Das ist eine... Eine mit R. Oh. Lars hat es! Oh mein Gott, krass! Oh mein Gott, Lars, richtig gut, Mann. Was war schwer, es? Oder? War ja, richtig schwer. Okay, Izzy, das ist, zweiter Buchstabe. U. Ich hätte jetzt einfach nur sagen müssen, es gibt es auch bei WoW. Das ist eine Rune. Es ist schon schwer zu zeichnen, gell? Hättest du gesagt, das gibt es bei World of Warcraft, hätte ich sofort gewusst. Oh. Ja, Runen gibt es ja fast in jedem so Dings-Game. Okay. Oh, lol, was ein langes Wort. Okay, wir sehen das wird wunderschön. Also, wir sind hier gerade unterwegs draußen und es ist ein wunderschöner Tag und die Sonne scheint. Und ich habe einen Kopf. Und dann kommt aber eine Wolke an. Und diese Wolke, die macht etwas. Das ist nass. Oh, und dann nehmen wir Regenbogen hier in unsere Hand unseren wunderschönen... Hier, Regenschirm! Yeah. Nein. Woo! Alter, Lars, you can't catch me. Alter, ich bin echt schnell im Schreiben, was das angeht. Aber es war boah, nice, ich hab Izzy richtig schwere Wörter. Izzy macht es so richtig mit Story und so. Okay, Lars, okay, hau mal einen raus. Ich probier's jetzt nochmal. So... Das ist Lars. Dicker Lars. Aber hier die durchtrainierten Arme natürlich nicht vergessen. Das ist der Bizeps. So. Das sind meine durchtrainierten Arme. Warte, chill kurz, so. Aber wenn es draußen,
wenn es draußen kalt ist und es schneit, das soll Schnee darstellen, okay? Wenn es draußen schneit, okay, und sowas, dann, ja, macht dein, dann macht dein, dein Dings was ganz Besonderes, so. Und dann machst du so und dann siehst du das hier. Oh mein Gott, was war? War Dampf? Nein. I got it. I got it. Oh nein, 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 was ist Dampf? Nein. Oh, ist das schwer. Ist, Wolke. Nein. Hier die neuesten Yeezys am Start. Nein, nicht Wolke. Wie so ein heißt das denn? Hallo, hallo, Kondens. Nein, Rauch. Das ist. Nein. Vier Buchstaben, Roman. Das hat doch das gleiche wie Dings. Das machst du die ganze Zeit. Du machst es die ganze Zeit und das ist dann. Hauch. Nein. Nein. Hey, oh mein Gott. Atem. Atem. Junge, das, ich dachte, der Rauch, der da rauskommt, das ist doch kondensiert. Das ist Atem. Ich hab's doch auch erraten. Also, pass auf. Das ist Atem, sagt man doch, also, oder? Also, ich zeig euch jetzt mal was. Also, das bin ich. Ne? Ganz normaler Typ. Normale Größe. Ja, sieht doch sehr nach dir aus. Gut getroffen. Das hier ist Roman. Ja, damit ihr das wisst. So. Okay. Und man sieht einfach, dass du mit links und das mit rechts nicht schreiben kannst. Oh ja. Und das hier ist mein bester Kumpel Lars. Okay? Ich kann echt mit rechts nicht schreiben. So. Und Lars ist im Gegensatz zu mir ein... Ha! Wow. Ein Riese. Wie schnell könnt ihr schreiben? Unglaublich. Okay, crazy, crazy. Profi. Let's go, let's go. Okay, Izzy ist da. Oh, das wird was richtig Izzy, Schönes für Lars. Bezauber uns mit deinem. Also, wir haben, hier, erst einmal etwas auf dem Boden. Okay. Ja, hier steht dann irgendwas rum. Erde. Da haben wir das. Aber darum geht es nicht. Nein, es geht hier um diesen Bereich hier vorne. So, zack, hier haben wir nämlich das. Und hier ist eine Menge los. Und zwar, weil ich gesagt, wunderschöne, wunderschöne Pflanzen. Pflanzen, ja, die das sehen, ist, die sehen so aus, diese Pflanzen. Ackerland? Ist das und dann, Ackerland? Unten an diesen Pflanzen sind so eine kleinen Dinger. Farmen. Und diese kleinen Dinger, die male ich hier einmal. Oder darum geht's nämlich. Karotten? Könnte das sein? Nein, 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 ich weiß, was es ist. Ich mal es euch nochmal in groß, Kartoffeln? Damit man... Was soll das denn sonst sein? Damit man das Ganze sieht. Ich weiß es, ich kann nicht schreiben. Das weiß es. Ah! Erdnüsse? Nein, das sind keine Erdnüsse, wachsen doch nicht im Boden, oder? Erdnüsse wachsen im Boden. Echt? Was soll denn das sein? Hab's. Aber ist Erdnüsse. Ja! Oh, yo, crazy. Ey, ich dachte, Erdnüsse wachsen in wachsen Sträuchern. Auf so kleinen Bäumen, ja, auf so kleinen Sträuchern. Echt? Sind das. Ja, Mann, die wachsen aber nicht im Boden. Aber die heißt doch Erdnüsse. Weiß ich doch nicht. Oder wo wachsen Erdnüsse? Schreibt uns das gerne in die Kommentare. So. Ich glaube, okay. Die wachsen auf einem kleinen Strauch. Hä, ich habe auch gedacht, okay. Die wachsen auf einem kleinen Strauch, oder? Weil ja, sonst wären die doch alle immer voll mit Bodens, Erde. Glaube ich. Die wachsen auch oberhalb des Bodens. Wieso Erdbeeren, meinst du? Ja, ja, so ungefähr. Okay, der Lars haut einen raus. Ich glaube, ich weiß es. Lass mal. Eine Flasche und meistens ist es mit sowas... Mit es ist sau simpel, es ist sau simpel, es ist sau simpel. Es ist eine gewisse Geschmacksrichtung. Fanta. Orangensaft. Was soll aber das denn sein? Es ist Dings. So. Was? Was soll das denn sein? Warte. Worum geht's denn jetzt hier? Ei. Eis? Was? Hä? Was? Orangeneis? Das ist keine Orange. Oh. Was ist das denn? Ich hab's. Oh mein Gott, Lars, das ist so schlecht gezeichnet. Schlechter zeichnen kann man das gar nicht. Die sind gar nicht in Flaschen, die sind in Tetrapacks. In Tetrapacks? Nicht Alter. Immer. Yo, das ist die schlechteste Zeichnung. Du hättest theoretischerweise auch einfach einen T zeichnen können und dann noch mit einer Flasche kombiniert. Ergibt gleich, Izzy. Tee und Eis ist. Eistee! Oh mein Gott, in Flaschen, Lars, geht's noch? Hä, es gibt Eistee in Flaschen. Ja, es gibt auch Menschen auf dem Mond, aber trotzdem Leute, würde ich die da nicht zeichnen. Das ist so cool, pass auf. Ich zeichne euch mal was, Also, das ist so ein kleines Ding. Ich fange jetzt einfach mal mit den Beinen so an. So. Grüne Beine? Wer hat grüne Beine? So. Ich habe Beine, die grünen Warum sind. Hat der so einen dicken Bauch? So. Ach, auch gerade, das ist eine Kratze. Oh nein. Nee. So. Plankton so. Ist gut. Ich glaube, die haben auch hinten immer so... Ach, keine Ahnung, ob das ein Flügel ist oder so. Auf jeden Fall können die echt richtig gut springen und so. Ja, Grashüpfer habe ich schon, Heuschrecke. Aber es ist ein anderes Wort dafür. Es ist ein anderes Wort.
Oh, oh nein, Lars, ich kenne kein anderes Lars, Wort. Es ist simpler. Es ist simpler. Guck mal, es ist auch im Gras, Izzy. Oh, Izzy, du kriegst das doch bestimmt hin. Izzy, das ist voll einfach. Atem, Atem. Ich hab's wenigstens erraten. Okay, Runde 6, Runde 6. Easy going. Easy Jesus, alright. Choosing a word. Komm, zeig uns mal, was du drauf hast, Izzy. Ich möchte mal sehen, was du hier... Okay. Gut, jetzt passt mal auf hier. Jetzt kommt nämlich das Beste, was jemals gezeichnet wurde. Okay, letzte Runde. Jetzt entscheidet. Oh, Lars ist richtig nah dran an mir. 2650 zu 2760. Okay. Leider wenig Punkte, weil ich einmal draußen war. McDonald's. Sonst hätte ich natürlich gewonnen. Also hier haben wir etwas. Buch. Könnt ihr lesen, ne? Lesen, Tagebuch. Was soll denn das sein? Informieren. Was soll das heißen? Ist es Lars? Was soll das da heißen? Da. Was soll das da heißen? Izzy, was ist das denn hier? Was hat er da auf dem Kopf? Was, worum geht's denn hier? Komm schon. Hey, ist es nicht der Buchrücken? Was soll das überhaupt sein? Was ist hier drin? Oh, guck doch mal, also war mal ein Buch. Boom. Immerhin, Lars, was soll das sein? Ja, guck mal, hier ist das ja ist noch ein, was Schönes. Das ist ein Stück Kacke. Das ist wunderhübsch. Ey, das sieht aus wie ein Stück gemalt. Kacke, wirklich. Mach ich immer. Ist es Kacke? Nee. Hast du Kacke ist... in deine Bücher? Ah, das ist... Jetzt Alter, süß. Jeder, der ein braunes Lesezeichen hat, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren, Alter. Wer hat denn bitte ein braunes Lesezeichen mit so mit Orangen und Blumen. Grünen Punkten? Ja, es ist gut. So angeblich, Mann. Oh, das, okay. Das ist ein bisschen schwerer, also ich gebe mir Mühe. So. Okay. Ah, Mist, warte, ich probiere es nochmal, damit das alles ein bisschen sauberer ist. Du musst auch immer schön erklären, was du da zeichnest. Ja, genau, also. Das hier ist... Ich kann es nicht sagen, weil sonst verrate ich sofort. Ja, es geht in die Richtung. Ich hab's. Oh mein ich Gott. Hab's, oh mein ich Gott. Hab's, ich hab's. Und dann traust du halt hier zu etwas. So sieht das meistens aus irgendwie. Mal, was du, mal Maggi dann, drauf. Mal Maggi drauf. Das ist Maggi, Izzy. Du kennst doch die ist Maggi. Ist es Dosenfutter oder was? Dose. Ja, an sich ist es doch aber Dosenfutter. Aber du brauchst das hier, um das hier... Das sieht aus wie ein Zahn, der jemand aus dem Kiefer gerissen wurde. Izzy, du kriegst es hin. Das ist eine Dose. Was ist das? Und was ist dieses Tool? Oh mein Gott. Dieses Tool. Das ist es doch. Ja. Yes. Oh mein Gott. 50 Punkte, krass. 50 Punkte nochmal geholt. Okay. Oh mein Gott, Roman hat gewonnen. Nein. Ach so. Dachte. So. Wir sind ja YouTuber. Oh mein Gott, Roman. nee, wie soll ich das denn zeichnen am besten? Roman, mach hin, Mann. Ich kann es noch holen. So. Okay. Ich schaff das auch noch. Das hier ist der Montag. Das ist der Dienstag. Das ist der Mittwoch. Das ist der Donnerstag. Das ist der Samstag. Und das ist der Sonntag. Welchen Tag habe ich vergessen? Nein, das ist so schnell im Schreiben! Nein! Oh Gott. Lass es. Ne, ich bin erster. Nee, du bist erster. Ich 10 Punkte! 10 Punkte! Okay, das Leute, wir hoffen genau auf jeden Fall, dass es euch heute gefallen hat. Was ist das, Lars? Was wolltest du als Typ? Ach, egal, ich sag Lars hat einfach nur verloren. Und rein, Leute, ciao! Tschüss!